Österreich schwitzt aber nicht nur der Hitze wegen. Selten war ein Politsommer so spannend wie der, mit dem wir jetzt konfrontiert sind. Es gibt eine Vielzahl von Fragen zum Besprechen. Auf der einen Seite, der Gaspreis geht durch die Decke, der Strompreis ist so hoch wie selten zuvor. Es sind politische Entscheidungen zu fällen, die nicht einfach sind und die vor allem große Emotionen in der Bevölkerung auslösen. Mein Name ist Karl Wendel. Ich diskutiere heute mit Maria Grauch-Kallert. Schönen guten Abend. Vordenkerin, wenn man so sagen kann, der konservativen Abteilung innerhalb der ÖVP. Lieber christdemokratisch. Und Ministerin, sie wird auch zu Gesundheitsfragen vielleicht was sagen können, zum Quarantäneaus. Und auf der anderen Seite Josef Czap, Spitze Zunge der Sozialdemokratie in Österreich. Frau Grauch-Kallert, gleich zu Beginn, Quarantäne aus. Jetzt können Infizierte wieder zurück in den Job. Es gibt kaum mehr Regeln. Und wie sehen Sie das? Werden wir mit einer neuen Corona-Welle konfrontiert sein im Herbst oder vielleicht sogar schon im Sommer? Ja, wir sind ja gerade mit einer neuen Corona-Welle konfrontiert. Wir haben bisher noch in keinem der Corona-Sommer täglich so viele Infektionsmeldungen gehabt wie in diesem Sommer. Aber offensichtlich ist es eine eher harmlose Variante, sodass die Expertinnen und Experten gemeinsam mit der Politik übereingekommen sind, diese Quarantäneregeln außer Kraft zu setzen und gegen Verkehrsbeschränkungen zu ersetzen. Es ist ein Versuch, wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Wir können nur hoffen, dass es im Herbst keine ansteckendere oder keine dramatischere Variante gibt, die wieder so wie in der Anfangszeit zu sehr vielen Todesfällen geführt haben. Wir haben aber allerdings doch schon einiges gelernt in diesen 2,5 Jahren. Es gibt Medikamente und natürlich gibt es die Impfung, die einen schweren Verlauf verhindert. Zwar nicht die Ansteckung, aber einen schweren Verlauf. Das ist gut so. Und ich appelliere daran, dass jeder, der halbwegs vernünftig ist, auf sich selbst und auf andere Rücksicht nimmt und immer dann sich selbst beschränkt, falls er oder sie infiziert ist und nicht hinausgeht und wenn es unbedingt notwendig ist, nur mit Maske hinausgeht und möglichst sich von anderen Personen fernhält. Die viel zitierte Eigenverantwortung wird jetzt zeigen, ob sie ausreicht, um eine ganz große Welle zu verhindern. Und wir hoffen natürlich sehr, dass die nicht eintritt im Herbst. Zivile Bürgergesellschaft funktioniert in Österreich immer gut bei der Feuerwehr. Ja, aber wird das in der breiten Masse auch funktionieren? Ja? Also ich finde diese Regelung, die da jetzt heute gemacht wurde oder präsentiert wurde, die ist ein bisschen wie ein Studentenulk. Ja. Denn abgesehen davon, dass das dauernd im Hyhot-Verfahren vor sich gegangen ist, seitdem es diesen bösen und wirklich bösen Virus gibt, muss ich sagen, also ich verstehe das nicht ganz, weil das ist natürlich jetzt schwer dann herauszufinden, wenn einer eine Maske trägt. Ist er jetzt nur zu seinem Schutz unterwegs oder trägt er die Maske, weil er gerade infiziert war? Das heißt, es kann da passieren, wenn du irgendwo hineingehst in ein Geschäft und es steht einer mit einer Maske, du hast schreiend wieder rausrennst, weil du denkst, der hat gerade ein Virus. Also ich muss mich schützen, ich gehe weg. Ja. Oder noch besser finde ich die Regelung, ich gehe mit Maske in ein Gasthaus, indoor, und setze mich hin und schaue dann, weil ich darf nicht essen, nicht trinken, weil die Maske oben bleiben soll. Als Studentenulk, das kannst du nicht ernst nehmen. Und die haben das. Und ich mag ja den Minister Rauch ja, mit seiner Woody Allen-Brille, die mich jedes Mal animieren zum Zuhören. Ja. Also der präsentiert das. Ja, ich meine, da ist nichts mehr zu reparieren. Ja. Ich gehöre seit Monaten zu den Kritikern. Sämtliche Maßnahmen, die die gemacht haben, ich meine, das Schlimmste war das Impfpflichtgesetz, ja, das, wo von Haus aus jeder gewusst hat, das ist nicht umsetzbar. Die Elga, die das machen hätte, sind gar nicht informiert. Die Verwaltung nicht vorbereitet war. Es war einfach, liebe Maria Grauch-Kallert,
du warst Ministerin, hast solche Sachen nicht gemacht. Ja? Ich will jetzt wegspalten von all denen, die ich danke dem lieben haben. Gott jeden Tag sagen. In der Früh, dass ich nicht mehr Ministerin ja. bin und das seit 2,5 Jahren. Danke aber ich. Das, aber dann noch das Impfpflichtgesetz nicht anwenden, Gott sei Dank, weil ich war immer dagegen. Und dann auch noch sagen, es war eigentlich Herblätzen, ich schaue es wieder ab. Das schafft kein Vertrauen in die Politik. Und das schafft kein Vertrauen, vor allem also bei der Bewältigung solcher Herausforderungen wie die bei einer Pandemie, inklusive noch die Schädigung der Wirtschaft und inklusive, was es dann noch für Regelungen gegeben hat. Also ich muss sagen, ich bin fassungslos, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber ich habe mich schon vorbereitet, dass das wahrscheinlich alles noch schlimmer werden kann, als es bis jetzt war. Weil jetzt kommt ja dann die nächste Überlegung, was kommt, wenn wirklich was kommt? Und was kommt dann? Weil ich bin auch dreimal geimpft, sage ich gleich. Ja, und ich habe es auch gehabt. Ich auch? Ja, dreimal geimpft, ja, einmal genesen? Ja, also ich habe es auch gehabt. Ja, ich habe mich freiwillig dann aus dem Verkehr gezogen ein paar Tage. Ich mich auch. Also ist ja nicht, das ist okay. Ja, und ich war froh, dass das alles fast keine Symptome gehabt hat. Ja. Und da gibt es aber andere, die ich kenne, wo das viel, viel schwerer Verlauf war. Nur wenn ich jetzt sage, ich mache eine vierte Impfung mit einem Impfstoff, wo ich nicht weiß, ob das jetzt schon für die nächste Virusgeneration ist. Das heißt, ich lasse mich ein viertes Mal impfen, aber auf was hinauf? Ja? Also das sind leider so Dinge, die schaffen kein Vertrauen, die machen nur Angst und sie wecken Widerstand. Ja, das, jeder gibt dazu, wenn du heute wo hineingehst, aber bist, die nehmen gar keine Maske mehr, gar nichts mehr. Ich kenne Leute aus Schulen, die sagen, ich lese mir das gar nicht mehr durch, was da aus dem Bildungsministerium kommt, das interessiert mich schon gar nicht mehr. Ich mache ein eigenes Konzept, wie schütze ich meine Schülerinnen und Schüler und bin damit gut gefahren und, und. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Also, es ist einfach ein Wahnsinn. Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin in Österreich ist momentan offensichtlich kein einfacher Job. Johannes, nicht nur in Österreich. Ja, nicht nur in Österreich, europaweit. Johannes Rauch hat ja das Problem, dass er nicht nur von allen roten Landeskaisern geschimpft wird, Ludwig, Doskozil, Peter Kaiser, auch von seiner eigenen Frau. Das habe ich bekannt gefunden. SPÖ-Chefin in Vorarlberg ist und die in dritter Person eben geschrieben hat, der Gesundheitsminister macht einen großen Fehler. Hätten Sie auch so entschieden wie Johannes Rauch? Zum Glück hat sich mein Mann dazu nicht geäußert. Wie Johannes Rauch sich jetzt kann es schwer sagen. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig, sich bei diesem Virus und bei den vielen unterschiedlichen Meinungen, weil die Lösung kommt bei manchen gar nicht gut an und bei anderen durchaus gut. Ich war halt sehr überrascht, wie ich von Rainer Treffelig im Mittagsjournal gehört habe, dass er eigentlich sehr positiv dieser Entscheidung gegenübersteht. Also der Vorsitzende des Handelsverbandes. Daher, es ist wirklich schwierig zu entscheiden. Und Frau Dr. Reichel hat gestern gesagt, wir wissen nicht, was sein wird. Niemand kann sagen, welche Virusvarianten noch auftreten werden, wie ansteckend sie sein werden. Aber wir müssen in eine, sage jetzt einmal, relative Normalität zurückkehren. Was ist schon normal? Das ist eine Frage, die man philosophisch klären könnte. Ich kann mich erinnern, wir haben vor 30 Jahren einmal eine Kampagne zur Behinderung und Nichtbehinderung gemacht. Und da war der Slogan, was ist schon normal? Weil für mich ist jede Behinderung auch normal, weil sie kommt einfach vor. Und wir müssen wirklich lernen, mit diesem Virus zu leben. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen lernen, uns selbst und auch andere zu schützen. Und letztendlich werden wir sehen, was uns im Herbst erwartet, welche Varianten. Geht es da nicht auch ein wenig um Geld? Zum Beispiel jeder Absonderungsbescheid, der für 10 Tage gilt, gilt ja nicht als normaler Krankenstand, sondern muss von der Regierung als solches bezahlt werden. Also Unternehmer, die möglichst viel Corona-Kranke im Unternehmen haben, haben auf der einen Seite zwar das Problem, dass die Arbeitskraft weg ist, auf der anderen Seite aber natürlich voll bezahlt kriegen vom Staat. Natürlich ist gibt's diesen Druck Geld überhaupt? Nicht. Natürlich wird es auch einen Geldruck geben für jeden einzelnen Unternehmer, für jede Unternehmerin, aber auch für die Regierung. Denn koste es, was es wolle, wie es am Anfang dieser Pandemie geheißen hat, zu einem Zeitpunkt, wo niemand wusste, dass das 2,5, 3 Jahre dauern wird,
ist nicht unendlich vermehrbar. Ich kann mich erinnern, ich habe damals schon gesagt, an diesen Kosten werden noch unsere Kinder und unsere Kinder sowieso, aber auch unsere Enkelkinder zahlen. Und letztendlich muss man auch ein ausgewogenes Verhältnis finden, das rechtfertigbar ist. Auch daran werden die Regierungen gemessen werden. Momentan wird von der Regierung viel an Verantwortung sozusagen verprivatisiert. Die Entscheidungen wird an den Normalbürger weitergegeben, anstatt dass die Politik klar entscheidet. Wie gut ist das? Naja, ich habe es im Rahmen dieser Sendung immer für Eigenverantwortung plädiert, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man weiß, was für einen selbst und damit eigentlich auch für die anderen gut ist. Also der Meinung war ich schon. Und wie man die Lockdown-Beschlüsse kritisiert, weil ich habe immer gesagt, und ich sage das heute noch einmal, diese 45, 50, 60 Milliarden, die da in diese hineingepumpt wurden, um das auszugleichen, was mit den Lockdowns angerichtet wurde, da würde mich auch heute noch interessieren, wer hat wie viel, warum bekommen. Also diese Transparenz, die eine wirkliche breite Transparenz sein sollte, ist deswegen auch wichtig, weil jetzt kommt ja das nächste auf uns zu, die Auswirkungen des ukrainisch-russischen Krieges und was das wieder für die Wirtschaft bedeutet und was das wieder für Auswirkungen hat. Also da bin ich schon sehr, wie soll ich sagen, nach wie vor äußerst kritisch und glaube, dass das eigentlich, wenn man von der Anfangsphase absieht, da ist es noch kommuniziert worden halbwegs. Ja? Also Kommunikationsweltmeister sitzen schon lange nicht mehr in der Regierung, wobei man sagen könnte, wenn man ein bisschen ironisch gelaunt war, was wollen die auch kommunizieren? Ja, das ist ja teilweise ja wirklich nicht leicht. Ich habe da immer mal gesagt, das ist nicht der Palast, das ist der Schlafhausplatz. Ja? Jetzt kommen sie, jetzt werden sie ein bisschen munterer und wenn man sehen, ob das etwas ist, mit dem man wirklich was anfangen kann. Aber jedenfalls, das finde ich, ist auch ein Aspekt, den man dabei berücksichtigen muss. Und heute schreiben sie in einer Zeitung, es lohnt sich wirklich, auch Gedrucktes zu konsumieren, nicht nur Österreich, das ist ja die anderen Zeitungen auch, wo steht, na, jetzt ist nicht mehr der Gradmesser die Belegung der Spitäler, sondern jetzt gibt es andere Gradmesser. Wissen Sie, was für mich für Demokratie Gradmesser ist, aber auch, wenn man alle Landeshauptleute, wenn man so eine Maßnahme plant, auch wirklich informiert und einbezieht. Wenn also jetzt die sozialdemokratisch regierten Länder mit ihren Landeshauptleuten sagen, ja, mit uns hat keiner geredet. Bestreitet der Herr Bundesminister Rauch gestern in der ZIP-2. Naja, aber wenn die drei das sagen, die haben ja, warum sollen die mit dem Rauch an Rauch steigen lassen? Also das glaube ich einfach nicht. Ja. Sondern das ist ja das Knopf vorher und hast du das schon gelesen oder hast reingeschaut oder Druckgabe bei dir auf dem Laptop oder sonst was. Ich meine, das ist ja ein Umgang, der ist ja unfassbar. Und da kriegst du aber auch keine Zustimmung, ja, sondern da regen sich dann alle erst recht auf. Und ich finde, jetzt schau, es gibt gewisse Themen, gewisse Dinge, die sind einfach auch eine nationale Frage. Ja, über die Parteigrenzen hinaus. Und wenn sowas wie eine Pandemie stattfindet, dann muss man eigentlich, und das war am Anfang bei Sebastian Kurz nicht der Fall. Stimmt. Ja, der hat auf die Sozialpartner gehustet, der hat auf die Opposition gehustet, der war sozusagen für sich selbst eine eigene Größe und wollte das Ganze noch für sich selbst innenpolitisch an- und nutzen. Ja, so. Jetzt könnte man lange über das reden, wie es dann nachher weitergegangen ist. Ja. Aber Faktum ist, das geht so nicht. Ja. Und das ist jetzt wieder anscheinend so gewesen. Und warum soll ich nicht dem Bürgermeister glauben und dem Kärntner und dem burgenländischen Landeshauptmann? Die anderen überschlagen sich auch nicht gerade. Also die waren froh, dass sie informiert worden sind. Ja. Vier Länder sind informiert worden. Übrigens habe ich irgendwo in den Nachrichten einmal gehört, wenn ich die drei dazureden mit den Sozialdemokraten frage, was ist mit den anderen zwei, die nicht informiert worden sind? Die sind einfach vergessen worden oder was? Ja, also ich. Nein, so geht das nicht. So geht das nicht, so geht das nicht. Und das kommt dann auch noch dazu, dass dann viele Menschen nicht nur einen Vertrauensverlust haben, sondern sie glauben auch nicht, dass die Kompetenz haben. Ja, lieber Seppitzak, du warst nicht dabei, ich war nicht dabei. Du kannst den Landeshauptleuten glauben. Ich habe auch keinen Grund, dem Herrn Bundesminister Rauch zu misstrauen, der sagt, es waren alle eingebunden. Natürlich kannst du, wenn du sie telefonisch informierst, nur alle, nicht alle gleichzeitig informieren, sondern hintereinander. Vielleicht war der eine schneller, der andere weniger schnell informiert. Natürlich kann man den Entwurf senden, sobald er fertig ist. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, Verordnungsentwürfe auch so korrekt zu formulieren.
mit guten Juristen. Also hier muss man wirklich die Beamtinnen und Beamten des Gesundheitsministeriums schon ein wenig in Schutz nehmen, dass das nicht leicht war in diesen letzten Jahren, auch diese Fülle an Gesetzestexten, an Verordnungstexten auch entsprechend zu formulieren, damit es auch hält. Und je früher man etwas aussendet, desto früher geht es hinaus, desto stärker ist die Gefahr, dass Halbwahrheiten entstehen, dass Gerüchte entstehen. Daher, also ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich alle informiert sind. Was hätte der Herr Bundesminister auch für einen Grund, die ÖVP-Landeshauptleute zu informieren und die SPÖ-Landeshauptleute nicht? Er ist ein Grüner, er hat, glaube ich, eine Äquidistanz zu allen Parteien. Daher glaube ich, er hat offensichtlich auch nicht mit seiner Frau gesprochen. Also zumindest hat er sie nicht überzeugen können. Aber letztendlich, du wirst immer Befürworter dieser Regelung haben und du wirst Gegner dieser Regelung haben. Aber das begleitet uns jetzt seit 2,5 Jahren. Nicht alles war unumstritten. In der Anfangsphase hat es wirklich so, aber ich gebe dir recht, was diese nationale Einheit anbelangt in schwierigen Zeiten wie diesen. Und wir haben ja nicht nur die Pandemie, du hast das völlig richtig gesagt, aber in dieser Anfangsphase der Pandemie waren alle so schreckstarr, und da hat es auch eine sehr breite Information der Öffentlichkeit halt über die Medien gegeben, Gott sei Dank. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich in diesen Tagen mehr oder minder den ganzen Tag auf den verschiedensten Sendern gehangen bin und auf jede neue Nachricht gewartet haben, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher auch. Und ich glaube, dass es auch jetzt, wie es ist, aber natürlich auch, Information ist nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Hohlschuld. Und den Leuten ist langsam auch das Thema schon überdrüssig. Sie schauen, dass sie irgendwie selbst durchkommen, dass sie nicht zu viel selber leiden müssen, dass sie sich arrangieren, auch mit dem Virus und mit den verschiedenen Verhaltensregeln. Und im Prinzip will keiner mehr was davon hören. Gut, das ist das eine. Am Anfang stand Panik. Ja. Und auch Panikmache von der Politik an die Bevölkerung. Und jetzt hat man so den Eindruck, dass ein gewisses... Ich würde nicht sagen Panikmache. Es war große Vorsicht geboten, aufgrund der Berichte, die man aus anderen Ländern hatte und aufgrund der Fälle, die man gehabt hat. Es hat ja auch die Medizin damals kaum Behandlungsmethoden gehabt. Also allein die Bilder, die aus dem Friaul, also aus Italien gekommen sind, hat uns mit den überfüllten Spitälern, mit den täglichen Todesmeldungen, das war schon sehr erschreckend. Und wir wussten ja nicht, wie es weitergeht. Ja, aber die richtige Überzeugungsarbeit, lasst euch impfen, die hat, habe ich immer kritisiert, die hat gefehlt. Die hat wahrscheinlich ausreichend schau, wenn genug. Wenn ich verbreiten lasse, es wird bald 100.000 Tote geben. Ja, oder jeder wird bald erkennen, wo aus dem Bekanntenkreis ein Toter ist. Das war diese Sebastian-Kurz-Strategie, dass man den Leuten auf die Art versucht, nahezubringen, sie sollen sich möglichst rasch impfen lassen. Ja. Oder die Unterschiedlichkeiten bei den Masken. Ja. Da haben die einen gesagt, jetzt musst du die Maske tragen, dann musst du wieder die Maske tragen und so weiter. Immer mein Corona wahrscheinlich in einem Flugzeug mit Maske geholt, ja, möchte ich dazu sagen. Also vielleicht beim Einsteigen oder beim Aussteigen. Ich werde noch nie drauf kommen. Ja. Dann sagen manche, nimm die Nanomaske, Nano-FFP2-Maske. Ja. Dann sage ich, kann man da überhaupt noch atmen? Ja. Ich habe nichts davon, wenn ich da irgendwo sitze und ich wäre blau im Gesicht. Ja. Und es ist dann die Masken die gleiche Farbe. Gut, aber FFP2 war relativ rasch klar und FFP3 in einem sehr konkreten Fall, ich kann mich sehr gut erinnern, wir sind nach Peking geflogen zu den Paralympics, also alle unsere Sportlerinnen und Sportler und haben normalerweise natürlich FFP2-Maske auch dort immer tragen müssen, außer im Freigelände und beim Wettkampf, aber sonst immer. Im Flugzeug haben wir allen und auch wir alle FFP3-Masken getragen, um uns ja möglichst zu schützen, auch wenn die Fluglinien immer sagen, es wird die Luft ohnehin ständig ausgetauscht. Allerdings waren damals die Flüge nach Peking in den 350 Sitze fassenden Jumbo-Jet war meistens mit 30 bis 40 Personen besetzt. Also es war genug Luft für alle da und wir konnten weit auseinandersitzen. Aber letztendlich kann nur jeder sagen, so schwierig ist die Auseinanderhaltung zwischen einem einfachen Mund-Nasen-Schutz, der im Prinzip wenig bewirkt,
und einer FFP2 oder einer FFP3-Maske nicht. Und wichtig wäre, dass die Leute sie einfach nur ordentlich tragen. Ich mache mir viel mehr Sorgen bei jenen, die dann die Maske irgendwo da haben oder unter der Nase. Das ist nicht vernünftig. Es wäre sehr, sehr vernünftig, die Maske so zu tragen, dass die Nase bedeckt ist und der Mund natürlich auch. Ich habe schon Fälle erlebt, wo die Leute die Maske geschont haben. Die Maske kurz runtergeben, hat kurst, hat niest und dann hat er die Masken wieder raufgegeben. Also das ist natürlich auch wieder nicht ein Beitrag gewesen. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer plädiert für größtmögliche Offenheit, Liberalität, Eigenverantwortung. Ja, das ist ein Unsinn, was die da jetzt machen. Das hat mit dem nichts zu tun. Ja. Und ich habe immer oft den Verdacht gehabt, da gibt es so Übungen für einen, wie soll man sagen, eher autoritärere Gesellschaft. Ja, wo man da so immer überwachen und schauen oder kontrollieren, Strafen, Sanktionen, da ist Zugang. Ja. Und das ist mir immer, das war mein Gegenstrich. Und daher war das Impfpflichtgesetz, war ja so eine Überlegung, dass man auf die Art und Weise, die alle sozusagen auf die Art in die Disziplin bringt, und da war ich strikt dagegen. Gut, das ist jetzt vom Tisch und der Gesundheitsminister hat auch dazu gesagt, kontrolliert wird nicht und schon gar nicht von der Polizei. Also momentan sind die Masken passé und im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich sind, bis auf Wien, hat sich da ohnehin niemand bei der Maskenpflicht auch nur irgendetwas geschert. Das muss schon dazu gesagt werden. Ein anderes Thema, Kanzler Karl Nehmer begibt sich auf Sommertour, das hat auch der Sebastian Kurz immer gemacht. Er fährt nicht nach Salzburg, er fährt nicht nach Bregenz. Was, glauben Sie, wird uns der Kanzler bei dieser Sommertour erklären? Also nicht nur Sebastian Kurz und Karl Nehammer haben das gemacht, sondern waren alle Kanzler dieser Republik, die die Sommer fast jeden Sommer genutzt haben, aber besonders natürlich in schwierigen Zeiten die Sommer genutzt haben, um durchs Land zu touren, um in die Bundesländer zu fahren. Manchmal hat man das auch natürlich mit den Festspielen verbunden. Und nicht nur der Kanzler macht das, sondern wahrscheinlich auch sehr viele Minister touren durch ihre eigenen Bundesländer, aber auch in andere Bundesländer, um gerade in schwierigen Zeiten wie diesen zu erklären. Weil letztendlich sind diese Sommertouren dazu da, in einer etwas lockereren Atmosphäre mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, das Ohr sozusagen an den Menschen zu haben, zu erklären, warum man manche Maßnahmen setzt oder gesetzt hat. Und daher halte ich das für absolut vernünftig. Bei den Festspielen wird der Kanzler wenig Möglichkeit haben, dem Festspielpublikum zu erklären, warum eine Strompreisdeckelung macht oder nicht macht, warum manche Maßnahmen gesetzt werden. Und daher halte ich das für sehr, sehr vernünftig. Und ich hoffe, er wird das auch sehr, und ich bin überzeugt, er wird das sehr nutzen, um die notwendigen Erklärungen setzen zu können. Es gibt ja eine Vielzahl von Problemen, die, wie gesagt, zu kommunizieren sind. Es wird alles teurer. Sprit 2 Euro für einen Liter Diesel. Das hat es ja selten zuvor oder eigentlich nie gegeben. Der Strompreis geht durch die Decke. Beim Gas wissen wir überhaupt nicht, ob wir im Winter überhaupt noch welches haben. Und ich glaube, Sie haben das einmal gesagt, Johanna Mikl-Leitner ist so etwas wie das Ersatzteillager der ÖVP. Also alle wirklich neuen Den Ausdruck hat sie sich nicht verdient. Alle wirklich Politiker. Ich meine, sie hat ein Ersatzteillager. Ach so, sie ist nicht ein Ersatzteillager. Nein, sie ist nicht das Ersatzteillager, sondern viele Politiker, die eben momentan innerhalb der ÖVP viel zu sagen haben, kommen eben aus Niederösterreich. Unter anderem hat sie auch vorgeschlagen, einen Strompreisdeckel. Jetzt gibt es die Strompreisbremse. Glauben Sie, dass die Johanna Mikl-Leitner irgendwann einmal selbst in Wien aufschlagen wird? Also ich muss einmal kurz feststellen, es gibt so etwas wie einen Deckelungswettbewerb.
Ja, also es haben praktisch alle Parteien über Deckel nachgedacht. Zuallererst die Sozialdemokraten, weil wir ja nicht ein Problem haben, in den Marktmechanismus einzugreifen, sondern wir sagen einfach, naja, wenn es den Menschen dient und das Leben dadurch leichter bewältigbar ist, wenn man verhindert die Spaltung des Mittelstandes, wenn man verhindert, dass die Armut größer wird, dann muss man halt bei den Preisentwicklungen, bei den Teuerungen ansetzen und versuchen, dort einmal gewisse Zeit diese Deckelung zu machen. Und das trifft beim Strompreis genauso wie auch beim Diesel. Wenn du einmal tanken gehst, wird da ja schlecht, ja, wenn du dann auf die Zapfsäule schaust. Ja. Das, glaube ich, ist einmal ein ganz wesentlicher Aspekt, was diesen Teuerungsbereich betrifft. Und das haben halt eh schon alle irgendwo festgelegt. Aber das, was ich gemeint habe mit dem, dass die Hanni Michel-Leitner immer wieder Leute nach Wien schickt und so, damit verbunden werden, irgendwann mal die Leute sagen, sie sollen mal selber kommen. Ja? Sie sollen nicht immer nur dauernd beim Schicken und sagen, ja, bin ich froh, dass ich in St. Pölten sitze, ja, und da warten wir, vielleicht kriege ich das Donau hin mit der Landtagswahl, sondern schickt er immer wieder irgendwelche Leute nach Wien. Das kennt man bei der SPÖ, beim Doskozil auch so. Naja, aber das ist insofern, sagen wir jetzt, was anderes, denn sie ist an der Regierung. Die ÖVP. Das sollte man schon in einem gewissen Sinn berücksichtigen, wenn wir jetzt über das Thema diskutieren. Und da kommt die halt mit so Vorschlägen und ist ja das einzige Bundesland, die noch irgendwie den Eindruck erwecken, dass sie halbwegs über die Runden kommen mit ihrer Organisationsstruktur, mit allem drum und dran. So, ich kenne die Hanni Michel-Leitner von früher, weil sie ja in der Regierung war und ich war im Parlament und so. Da hat man einfach ganz gut streiten können. Das stimmt ja wirklich. Ja. Aber das sagt noch nichts, ob die Politik auch immer so ist, dass man dem dann zustimmen kann. Und da muss ich sagen, habe ich mich manchmal wirklich verwundert, dass die ÖVP diesen Kurs der Selbstreduktion geht. Also wenn ich, naja, das war jetzt ein interessanter Kommentar in der Presse, ich glaube sogar von Rainer Novak, wo er dann so in diese Schritte der ÖVP, wie komme ich möglichst rasch, möglichst tief in den Umfang runter. Und das ist ja gelungen. Also ich meine, von den lichten Höhen, die damals, wie dieser Kurz-Hype war, es war ein Kurz-Hype, aber es war ein Hype, runter bis dem, wo heute der Nehammer angelangt ist. Und jetzt wird sich die ÖVP irgendwann die Frage stellen, wo ist der Sockel? Ja, wo ist dann sozusagen die Grenze? Oder wo fangen wir dann an, den vierten Bundeskanzler zu suchen? Weil es ist ja schon wurscht, ob ich jetzt drei Bundeskanzler habe oder vier Bundeskanzler, das ist dann auch schon immer mehr, sagen wir, wie soll ich sagen, ein Problem. Ja? Ich meine, das Schallenberg-Intermezzo, das war überhaupt das Beste, ja, der einfach nicht mehr gewusst hat, dass in seiner Regierung jemand gerade den Lobautunnel boykottiert, nämlich die Frau Gewessler. Und das aus lauter Revanche, weil die Grünen nicht mehr in der Landesregierung in Wien sind. Das musst du ja so sehen. Ja? Weil gar so dagegen waren sie damals nicht. Also kurz und gut, weil du gerade da sitzt und es ist ja eine günstige Gelegenheit. Aber ich sage, wer war der vierte Bundeskanzler, wenn das jetzt so weitergeht? Ich meine, der musst du auch eine Vorstellung haben und vielleicht einen Einfluss noch irgendwie erwecken oder bei der Hanni auch, wenn man sagt, Hanni, jetzt mach's doch selber. Was soll denn das Theater? Komm, das ist wieder Seppi Chap vom Feinsten, so wie ich ihn aus dem Parlament kenne. Er verblödelt alles. Nein, das ist leider todernst. Also wir werden nicht über den vierten Bundeskanzler nachdenken in dieser Periode, sondern schon. Ich glaube, dass der Karl Nehammer haben wir seine Aufgabe sehr, sehr gut erfüllt. Umfragen sind Umfragen. Wolfgang Schüssler hat immer gesagt, Umfragen sind wie Parfum, man soll dran schnuppern, aber sie nicht trinken. Und letztendlich zählen dann Wahlergebnisse. Und die Regierung hat noch 1,5 Jahre bis zum nächsten Wahltermin. Und ich glaube, es ist wichtig und richtig, wenn sie durchdient, denn Wahlkämpfe sind, ich zitiere Michael Häupl, Zeiten fokussierter Unvernunft, wenn ich das richtig zitiere. Und das sollten wir uns in Zeiten wie diesen nicht leisten. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung. Die Regierung ist handlungsfähig. Auch das hat der heutige Ministerrat wieder gezeigt. Und es ist auch nichts Ungewöhnliches. Die Politiker sind ja jetzt nicht 90 Tage auf Urlaub, sondern ganz im Gegenteil. Das Parlament tagt 90 Tage nicht. Allerdings, es kann jederzeit in einer Krisensituation zusammengerufen werden. Und dann müssen auch alle da sein. Die Regierung überhaupt
überhaupt, also die Regierung hat normalerweise im Sommer, Mitte Juli, den letzten Ministerrat vor der Sommerpause gehabt, hat dann einen Sommerministerrat Anfang August oder eben Ende Juli, so wie jetzt, und dann mit 15. August wieder regelmäßig jede Woche einen Ministerrat. Und wenn es notwendig ist, wird auch dieser öfter zusammentreten. Also das ist jetzt nicht eine riesen Urlaubsfrist. Ich kann mich erinnern, in den 7 Jahren, in denen ich in der Regierung war, insgesamt habe ich überhaupt nie Urlaub gemacht. Da bin ich ein paar Tage zu Hause geblieben und habe auch dort gearbeitet und angerufen. Also es wird auch anderen Politikerinnen und Politikern so gehen. Daher, und Martina Salomon hat das sehr richtig in einem Kommentar am vergangenen Freitag geschrieben. Was hat das Land davon, wenn unausgeruhte Politikerinnen und Politiker es regieren? Also ein paar Tage sollte man jeden, oder ein, zwei Wochen sollte man jedem Politiker, jeder Politikerin schon gönnen, dass sie auch entspannen kann und ausruhen kann. Und die Arbeit, wenn es Not tut, muss getan werden und wird auch getan werden. Also ich hätte einen Kommentar schreiben über Politik und Symbolik. Ja. Und es hätte dem Parlament auch nicht geschadet, wenn die das nicht beendet hätten, weil jetzt musst die Tagung aufheben. Du kennst ja das alles, du musst die Tagung aufheben. Du musst dann Sondersitzungs. Dann hätte jeder gesagt, das ist nur dann Symbolik. Dann brauchst du ein Quorum. Nein, du lässt es so. Jetzt dann eh mehrere Ausschüsse weiterarbeiten, du lässt es so. Du hast jetzt den Ukraine-Russland-Krieg, du hast die Pandemie, du hast wirtschaftliche Probleme, du hast soziale Probleme. Reich wird immer reicher, der Mittelstand explodiert schon fast. Also du hast Probleme. Und da war es gescheiter gewesen, man hätte es einfach so gelassen, weitergemacht. Und dann machst du halt einmal eine Sitzung, ja, wenn es notwendig ist. Und genauso bei der Regierung. Ja. Aber die haben alle so ein eingefahrenes Werkel. Ich verstehe es ja. Wir waren ja lang genug drinnen. Na klar, ja. Und wenn er seine Tour durch Österreich macht, dann wird er dort das zugleich verbinden, indem er die Landschaft bewundert, mit den Menschen spricht, kurz einmal verschnauft, irgendwo von der Almhütten und so. Das ist auch vernünftig. Kläranlagen eröffnet, ja, Spitäler besucht, das ist das, was ich als Umweltministerin gemacht habe. Ja, und das soll ja auch so sein. Ja. Aber dann muss man das auch irgendwie kommunizieren und vermitteln, ja, dass man da auch während einer politischen Tätigkeit nicht eine Maschine ist, nicht ein Computer ist, nicht gar nichts ist, sondern immer das Ohr an der Bevölkerung. Nicht sagen, Herz, jetzt habe ich schon lange nicht mehr gehört, ich weiß gar nicht, wie ihr denkt, aber im Sommer, wenn du rechtzeitig auf der Alm bist, da bin ich auch dort und dann reden wir mal gemütlich. Ja, das, nein, sondern das muss immer die ganze Zeit. Und da gebe ich zu, wenn du natürlich in Opposition bist, tust du leichter. Ja, du hast mehr Zeit. Hast in einem gewissen Sinn mehr Möglichkeiten, aber es ist auch schwerer, weil du nicht immer an die Informationen kommst, weil du nicht mitentscheiden kannst, weil du sozusagen. Da muss ich dir recht geben. Ja. Vielleicht ist es bald wieder soweit. Ein interessanter Punkt in der Diskussion, die Politik und die Angst vor dem Urlaub. Die Politik muss bezahlt werden, auch wir. Deswegen gebe ich jetzt ganz kurz ab in eine Werbepause. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner live. Nur auf UE24 TV. Ein heftiger Polit-Sommer mit vielen Diskussionen über Teuerungen, über Krieg in der Ukraine und auch über österreichische Außenpolitik. Es wird noch hektischer und noch heißer werden, denn ein Mann kommt zu Besuch nach Österreich, der in Europa heftig umstritten ist. Frau Rauch-Kallert, Sie sind ja Chefin der Österreich-Ungarischen Gesellschaft. Nein, der Gesellschaft Österreich-Ungarn. Das ist deswegen wichtig, weil uns einmal jemand geklagt hat, der eine Präsidentin der Österreichisch-Ungarischen. Also wir sind Gesellschaft Österreich-Ungarn, die gibt es seit 2001 und seit 2003. Genau. Wie sehen Sie den Besuch? Muss man mit Nachbarn so gut auskommen oder darf man die auch kritisieren? Na, kritisieren darf man mal jeden und jede. Das muss die Politik aushalten. Das muss auch die österreichische Regierung aushalten, dass man kritisiert wird. Aber letztendlich zählt die gute Nachbarschaft zu Ungarn, die Österreich schon aus historischen Wurzeln hat. Und wir wissen natürlich auch alle, dass Ungarn uns Österreicher als ihre Schwager bezeichnen und dass es viele Freundschaften
grenzüberschreitende gibt. Wir haben ja auch eine gar nicht so kurze gemeinsame Grenze. Ich als Burgenländerin kann das beurteilen. Und daher glaube ich, dass wir, egal welche Konflikte es zwischen Österreich und Ungarn gibt, und die hat es immer schon gegeben und wird es auch weitergeben, dass wir immer versuchen sollten, diese Konflikte auch freundschaftlich zu lösen und auch mit unseren Nachbarregierungen, auch egal wer immer das ist, auch möglichst gut auszukommen. Ich kenne Viktor Orban seit 1987, 88, also auch noch vor der Revolution, als er gerade Fidesz gegründet hat und Studentenführer war und für Liberalismus gekämpft hat. Ich habe ihn dann in den 90er Jahren getroffen. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, wie ich Generalsekretärin war, hat es gemeinsame Regierungssitzungen in Wien und in Budapest gegeben. Das war auch unter Orban. Also ich kenne viele Facetten von ihm. Nicht alles, was er tut, stößt immer auf Verständnis. Das hat sich in den letzten Jahren eigentlich verschärft. Aber letztendlich müssen wir mit allen Nachbarn, also nicht nur mit Ungarn, sondern natürlich Österreich grenzt ja an 7 Nachbarländer, gut auskommen. Sehen Sie das genauso amikal? Ja. Also erstmal, ich möchte mal grundsätzlich was sagen. Ich habe begrüßt, dass der Bundeskanzler bei Zelensky war und dass der Bundeskanzler bei Putin war. Ich finde, es ist richtig, dass man hier versucht, eine Gesprächsebene zu entwickeln und hoffe für ihn, dass er sich kritisch geäußert. Man kann auch kritisch zu Zelensky auch kritische Anmerkungen machen, natürlich. Und zu Putin natürlich auch. Das Zweite ist, beim Viktor Orban geht davon aus, dass er diese eine Äußerung mit den gemischtrassigen Bevölkerungsteilen und mit die Anspielung, die Deutschen kennen sich beim Gas gut aus und hat dann gemeint, diese Vergasungen in den Konzentrationslagern, eine Geschmacklosigkeit sondergleichen. Und da erwarte ich mir schon, dass der Bundeskanzler dazu was sagt. Das andere ist noch die illegalen Grenzübertritte, Burgenland, wo die aus Ungarn da nach Österreich kommen und wo vielleicht auch Ungarn da noch ein bisschen mehr machen könnte. Wo sie sich bemühen, wie ich vom stellvertretenden Landespolizeidirektor gehört habe, aber da könnte man eventuell, glaube ich, noch aktiver sein. Ansonsten ist zu dem Viktor Orban, wir werden nicht über innenpolitische Sachen diskutieren, aber natürlich, wie der umgeht mit Opposition, mit Rechtsordnungen, Rechtsnormen, Medien, ist natürlich wirklich kritikwürdig. Also da möchte ich gleich mal dazu sagen. Aber, dass er kommt, dass man mit ihm spricht, finde ich einmal grundsätzlich richtig. Vielleicht auch, weil Sie gesagt haben, dass Sie Burgenländerin sind. Vor allem die Burgenländer sind ja inzwischen fast abhängig von Orban und vor allem vom Donauwasser. Es gibt ja die Pläne aus Ungarn in Richtung Andau, Donauwasser in den Neusiedlersee zu leiten. Und soweit ich informiert bin, will ja auch der burgenländische Landeshauptmann Dosko Zil darüber mit Orban beim Besuch sprechen. Aber wir haben ja nicht nur in Ungarn einen etwas streitbaren Nachbarn. Wir werden ja vielleicht auch am 25. September in Italien eine noch streitbarere Nachbarin kriegen mit Giorgia Meloni. Ja, also die ist ja, wenn man das so liest, noch radikaler als Viktor Orban jemals gewesen ist. Sehen Sie das auch so? Naja, also wir haben auch Berlusconi überlebt. Ja. Auch davor haben sich viele gefürchtet und was ist passiert. Und ich kann mich noch sehr gut an eine Zeit erinnern, müsste jetzt nachdenken, welches Jahr das war, wo gedroht hat, dass wir hier in Österreich einen rechten, sehr rechten Bundespräsidenten bekommen, dass Marie Le Pen in Frankreich gewinnt und noch irgendwie, ich glaube, in Italien auch wieder ein sehr rechter. Und 2 Monate später war alles ganz anders und keiner dieser Politiker oder Politikerinnen ist es letztendlich geworden. Also ich sage immer, let's cross the bridge when we get there oder let's cross the river when we get there. Lass uns den Fluss dann überqueren, wenn wir hinkommen und nicht sich vorher schon, weiß Gott, welche Sorgen zu machen. Wir
ich bin der Meinung, wir müssen mit allen unseren Nachbarn und nicht nur mit ihnen gut auskommen. Ich bin da ganz beim Sepp Chapp, das ist ja das wirkliche Friedensprojekt der Europäischen Union. Mit all ihren Fehlern und Schwächen und vielleicht auch Bürokratismus und Unmöglichkeiten. Letztendlich hat uns diese Europäische Union einen lang andauernden Frieden beschert, der jetzt bedroht ist, gar keine Frage. Und daher halte ich es auch für ganz, ganz wichtig, dass Europa hier Gott sei Dank sehr rasch reagiert hat, dass sie mit einer Stimme gesprochen haben, dass hoffentlich diese Einigkeit nicht allzu bald bröckelt. Das haben wir auch bei anderen Situationen sehr oft erlebt. Und dass wir hier auch dieses Friedensprojekt weiterführen können. Denn wenn man miteinander redet, und wir haben viele Konflikte gehabt, ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich mit Barnier als Umweltminister in den 90er Jahren mir seinen großen Unmut zugezogen habe, wie ich gegen Mochovce und Bohunice kampanisiert habe und verhindert habe, dass es hier den Kredit gibt. Also in der Atomkraft waren wir sogar, eine gute Freundin Angela Merkel hat mich einmal scharf angeflogen, weil ich 1995 gegen die Atomkraft war. Ich habe mich dann mit großer Freude gehört, wie sie 2010, 12, 13 plötzlich auch für Deutschland das Aus in der Atomkraft genannt hat. Und bin natürlich jetzt schon beunruhigt, dass plötzlich die Atomkraft zur grünen Energie wird. Auch da müssen wir sehr aufpassen, weil deswegen sind die Atomkraftwerke noch lange nicht sicherer geworden. Und vor allem die jetzt um 10 Jahre auf einmal verlängert werden, obwohl sie schon Mängel haben. All das muss uns schon Sorgen machen, aber wir reden miteinander. Und wir haben uns auch wieder versöhnt. Also es hat der Freundschaft nicht geschadet. Und solange wir in Europa und in der Welt im Gespräch bleiben und miteinander reden brauchen, können die Waffen schweigen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, aber wir befinden uns auch in einem Wahlkampf, wenngleich das viele Leute momentan noch nicht so ganz am Sender haben. Bundespräsidentschaftswahlkampf. Wir haben den Herrn Rosenkranz, der noch urlaubt. Das ist offensichtlich einer der wenigen Politiker, die keine Angst vor einem Urlaub haben. Der urlaubt noch in Deutschland. Dann haben wir den Herrn Michael Brunner, der eben völlig radikal sagt, na, ich würde überhaupt die ganze Regierung gleich rausschmeißen. Und Sie unterstützen ja VDP. Richtig. War es ein Fehler, dass die ÖVP nicht einen eigenen Kandidaten aufgestellt hat? Es gäbe ja zum Beispiel einen Herrn Marer, der ein gutes Bild in der Politik macht. Also, es war höchst vernünftig. Es gibt zwei Marer. Ja, welchen meinst du? Also, ich glaube, wir meinen alle den richtigen. Den Wiener Marer. Nein, nicht den Wiener. Den Wirtschaftskammerpräsidenten Marer. Naja, beide sind respektable Kandidaten, wären respektable Kandidaten. Weiß gar nicht, ob sich einer von beiden überhaupt zur Verfügung gestellt hätte. Nein, es war grundvernünftig, dass die ÖVP keinen eigenen Kandidaten aufstellt. Wir wissen aus der österreichischen Geschichte, dass ein Bundespräsident, der seine Sache halbwegs gut gemacht hat, wobei ich sagen möchte, ich finde, Van der Bellen hat seine Sache sehr gut gemacht, fast nicht abwählbar ist. Es gab ein einziges Mal, dass einer auf seine Kandidatur verzichtet hat, das war der Dr. Waldheim, weil eben diese Spaltung und diese Kampanisierung da wirklich gegriffen hat, das habe ich auch verstanden, auch vor allem von Seiten seiner Familie, aber letztendlich hat Van der Bellen seine Sache sehr, sehr gut gemacht in einer extrem schwierigen Zeit. Er hat sie nicht nur mit der notwendigen Gelassenheit und Kontenance gemacht, sondern auch manchmal mit einem Schuss Humor. Auch das ist nicht unwesentlich. Ich denke, er hat zu den richtigen Zeiten das Richtige gemacht. Ich freue mich sehr, dass er damals zum ersten Mal in Österreich eine Frau gebeten hat, eine Regierung
zu bilden und mit Dr. Brigitte Bierlein eine hervorragende Frau gefunden hat und auch mit ihr gemeinsam diese Regierung auch aufgestellt hat, die immerhin 9 Monate das Land gut verwaltet hat und der gesagt hat, ja, unsere Verfassung gibt das her. Und das war ein, glaube ich, wirklich wichtiger Schritt und daher unterstütze ich ihn mit voller Überzeugung. Die ÖVP wie auch die SPÖ, wenn sie keinen, ich nehme an, die stellen auch keinen Kandidaten auf, oder es wird niemand, es ist ja die Frist noch nicht abgelaufen, wird sozusagen auch darauf verzichten. Beide Parteien ersparen sich viel Geld. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass Van der Bellen auch als amtierender Bundespräsident diese 6.000 Unterschriften sammeln muss und auch abgeben muss. Und das ist gar nicht so einfach, weil man muss da an auf das Gemeindeamt gehen oder auf das Bezirksamt gehen, wo diese Unterschriften aufliegen und muss dort unterschreiben, aktiv für Van der Bellen. Ich werde das natürlich tun und werde auch meine Freundinnen und Freunde bitten, das zu tun und hoffe sehr, dass er diese Wahl auch gewinnt. Bin auch sozusagen, ich will jetzt gar nichts über die anderen Kandidaten sagen, dass die FPÖ einen eigenen aufstellt, verstehe ich. Rosenkranz ist ein respektabler Abgeordneter und Volksanwalt. Und was ich etwas traurig finde, wenn es so Spaßkandidaten gibt, das halte ich für etwas schwierig, also die dann nur für sozusagen die eigene, für die Eigenwerbung oder für die eigene Firma antreten. Dazu ist das Amt zu wichtig. Wobei die MFG natürlich in Oberösterreich durchaus politische Erfolge eingefahren hat, das muss man schon dazu sagen. Wird es vielleicht doch eine Stichwahl geben bei der Bundespräsidentschaftswahl? Die entscheidende Frage zur Legitimation des Alexander Van der Bellen wird sein, ob die Wahlbeteiligung über 50% liegt oder nicht. Das ist die entscheidende Frage. Weil so wie es aussieht, wird er das möglicherweise gewinnen, aber er braucht unbedingt eine Beteiligung über 50%, sonst können alle sagen, der, wen vertritt er eigentlich. Ja. Mhm. Also das ist einmal der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, die Liebeserklärung der ÖVP an den Van der Bellen kann ich nachvollziehen. Nein, keine die Liebeserklärung, sagt, sondern sagt, ich bin nicht die ÖVP, ich mache das als Person, ja, als Person, ja, nicht ja, als ÖVP. Immer gesagt, er hat ein sehr gutes Arbeitsverhältnis gehabt, fast schon persönliches Verhältnis zum Sebastian Kurz, der hat also immer, naja, und wenn man schon sagt, bei der ÖVP Macht braucht Kontrolle, dann lieber der Van der Bellen. Das ist einfach die Philosophie der ÖVP, weil die unter Regierung ist und die würde von Van der Bellen in der bisherigen Art kontrolliert werden, dem also zu diesen vielen Dingen, die im Untersuchungsausschuss und Antikorruption und Postenschacher, ist ihm nicht sehr viel eingefallen. Muss ich sagen, da war er eigentlich sehr zurückhaltend. Was ich eigentlich für nicht sehr gut finde, ich bin ein Van der Bellen-Kritiker. Das war aber Fischer auch immer. Naja, nein. Also nein, Fischer war auch immer zurück. Und ich finde es auch richtig, na, wenn ein Bundespräsident andere Zeiten, andere Probleme. Aber wir können den Kirschläger nehmen. Der Kirschläger, ein Bundespräsident unter Kreiskes Zeiten, der gesagt hat, da haben wir die sauren Wiesen trockenlegen. Ja? Und das finde ich ist beispielhaft und das finde ich sehr, sehr positiv. Ich hätte mir bei seiner Rede da jetzt in Salzburg, er tritt jetzt öfters auf, wird sich, glaube ich, den Fernsehdiskussionen aber nicht stellen, was ich so mitgekriegt habe. Aber ein bisschen, ich bin von der EU ein bisschen auch enttäuscht. Ja. Nein, bin ich schon. Ich finde, man muss bei allem, was man so tut und was man macht, und mit den USA haben wir ein gutes historisches Verhältnis und die haben uns vom Faschismus befreit, nach 1945 und so, aber so ein bisschen Eigenständigkeit, eine europäische, wünsche ich mir so. Und ich bin für eine funktionierende, wirksame, effiziente Europäische Union, die in dem globalen Wettbewerb, ja, mit den USA oder mit China auch bestehen kann. Und da muss man am Ende des Tages auch wissen, wie geht man mit Russland um. Um das wirst du nicht rumkommen. Ja, am liebsten machen wir auch, die haben dort einen anderen. Ja, es ist aber nicht so. Also wirst am Ende, irgendwie wirst du dann mit einem anderen Verhandlungstisch sitzen müssen. Ja. Und da sehe ich aber nicht. Und das Zweite ist, also wenn ich mir die Argumentation angehört habe, und das hätte er als Grüner eigentlich ehemaliger Grüner sagen können. Er ist schockiert über das Europaparlament, dass die Atomenergie und das Erdgas als grün und nachhaltig
beschlossen haben, aber wie die jetzt den Kompromiss mit dem Gassparen erklärt haben, also das hätte nicht einmal der vernudelste Parteisekretär aus Österreich zusammengebracht, ja, weil das war furchtbar. Ja, da haben wir die Ausnahmen, aber die sind gerechtfertigt. Das ist, selbst der Emmentaler wird rot im Gesicht, ja, wenn er diese vielen Löcher sieht, die da bei dem Kompromiss rausgekommen sind. Also ich habe mir die, eigentlich habe ich mir die EU damals, wie ich dafür eingetreten bin, dass wir da beitreten, schon anders vorgestellt und ich gehe davon aus, da gehören also Reformen her, da gehören Veränderungen her, weil so wie sie das da darstellt. Und das kann auch ein Bundespräsident mit dem Hintergrund, ja, immer gar grüner und so weiter und so fort, das kann der schon auch, glaube ich, sagen. Und ich finde, das Gebot der Stunde ist, für Frieden einzutreten. Wenn wir nicht bald ein Ende dieses Krieges haben, zerstören wir uns selbst auch. Ja, jetzt, und da bin ich, da gehöre ich zu denen, die, ich will jetzt keinen Themenwechsel provozieren, aber ich möchte schon sagen, ja, ich finde, wenn man auf der einen Seite sagt, seitens der Europäischen Union, ja, das ist ja nur ein Schmäh von Putin mit dem Atomkrieg. Und zugleich schicken die 500.000 Atomschutzwesten in die Ukraine und überall hin. Das heißt, sie nehmen es doch ernst. Das heißt, sie gehen davon aus, es kann doch eine Eskalation Richtung Atomkrieg kommen. Natürlich. Das hielt ich für eine Katastrophe. Das will Natürlich. Ich nicht. Das ist für nichts auf der Welt ist es wert, dass wir einen Atomkrieg riskieren. Und ich muss auch ehrlich sagen, es geht auch nicht nur um den Atomkrieg, es geht auch um die wirtschaftlichen Auswirkungen. Der Harald Mara von der Wirtschaftskammer hat das richtig ausgesprochen. Er hat gesagt, wenn ich meine Wirtschaftsunternehmen hineinhöre, die langsam daran zweifeln, ob die Sanktionen nicht uns mehr schaden als dem Putin. Ja? Wenn ich aber etwas mache, was uns mehr schadet als dem Putin und uns dann so schwächt, dass wir am Wiederaufbau der Ukraine gar nicht mitwirken können, dann ist das eigentlich ein Blödsinn. Ja? Dann ist das ein Unsinn. Ja? Und da darf ich mir aber nicht hinstellen und sagen, so, das ist jetzt da und wir müssen und daher. Und keiner denkt aber noch, was ist am Ende des Tages? Was kommt raus? Wo liegt die Lösung? Ja? Und da bin ich, da hätte ich mir von der EU mehr erwartet, ehrlich gesagt. Bitte? Wir wissen nicht, ob nicht doch jemand darüber nachdenkt. Der ja, und nicht wir darüber zwar, spricht. Ja, wir zwar wissen ja, was in Hintergründen oft so vor sich geht, ja, aber das wird ohne die Amerikaner nicht ablaufen. Weil, wenn ich höre, dauernd, dass der Zelensky nicht mehr von amerikanischen Beratern, Technikern. Und das macht mir eigentlich große Sorgen, ja. Bei dem, was ich jetzt in Amerika sehe. Ja, das machen wir sowieso große Sorgen. Ja. Da kommt der Trump plötzlich wieder, dieser Geist, dieser Ungeist, ja, kommt da wieder daher, ein Putschist in Wirklichkeit, der damals putschen wollte. Der hat gesagt, das ist alles ein Schwindel und jetzt stürmen wir das Kapitol und ich mache weiter. Und so, die Angst und Bange wird einem da. Ja. Also da finde ich, müssen die Europäer wirklich ihr Schicksal stärker mehr in die eigenen Hände nehmen und damit Österreich. Und da ist die Frage, was tut die österreichische Regierung als neutrales Land? Ja, da war ich schon skeptisch bei manchen Sanktionen, ob das mit der Neutralität vereinbar ist. Aber was kann man als neutrales Land mehr machen? Es muss ja nicht nur das NATO-Mitgliedsland Türkei der große Vermittler sein. Es ja, könnte doch, haben wir ganz gut eingemischt. Hat es gut gemacht. Nein, ich mag zwar den Erdogan innenpolitisch nicht. Ist auch nicht. Ja, aber außenpolitisch hat er da durchaus, ist schon richtig. Aber was ist mit Österreich? Das ist eines der großen neutralen Länder mit einer doch historischen, guten Ruf. Aber es lässt sich darüber streiten, ob Österreich in der Tat neutral ist. Politisch auf jeden Fall überhaupt nicht. Ja. Möglicherweise militärisch. Ja. Ja. Sehen Sie das genauso kritisch wie Herr Czab? Ja, ja, absolut. Ich glaube, da muss die Union schon auch, auch an die Zukunft denken. Genau. Nein, den sehe ich nicht das so ist gut kritisch. An also, Zukunft denken. Das an die Zukunft denken, was man verbessern kann, ich sehe das nicht. Ich finde es gut, wenn sich der Bundespräsident aus der Tagespolitik raushält. Ich finde es auch in Ordnung, dass er praktisch jetzt bei diesen Eröffnungen zweimal öffentlich Stellung genommen hat. Er ist ja auch noch nicht in den Wahlkampf eingetreten. Man will ja einen ganz kurzen Wahlkampf haben. Der beginnt ja eigentlich erst mit dem Zeitpunkt, wo diese mindestens 6.000 Unterschriften abgegeben werden im Innenministerium. Und dann sind das noch 4 Wochen in etwa, die der Wahlkampf sein wird. Also ein kurzer Wahlkampf. Ich finde es auch richtig, dass es in keine Fernsehdiskussionen geht, weil dann ist immer die Frage, gegen wen geht er und gegen wen geht er nicht. Also ich glaube, dass das sehr vernünftig ist und ich finde es richtig, dass sich Van der Bellen nicht in die Tagespolitik einmengt. Ich finde es okay, dass er im Hintergrund agiert. Er hat eine
in der Verfassung verankerte Repräsentationspflicht und er hat natürlich auch ein Vetorecht, was Gesetze anbelangt. Da hat er, von dem hat er ja auch, wenn es notwendig war, Gebrauch gemacht, dass er bei manchen Dingen gezögert hat. Also ich glaube, dass er seine Arbeit gut gemacht hat. Das ist auch der Grund, warum ich ihn als Person unterstützt habe und unterstützen werde. Und ja, was die Zukunft der Europäischen Union anbelangt, da müssen wir wirklich sehr aktiv sein. Das Schlimme ist ja nur, dass das innenpolitisch, also die Menschen in Österreich, gar nicht interessiert oder viel zu wenig interessiert. Ich glaube, wir sollten uns wünschen, auch in der Diskussion viel mehr über diese Europäische Union zu sprechen. Ein gutes Schlusswort. Wir sind wieder durch. Eine Stunde spannende politische Themen zur Bundespräsidentschaftswahl. Vielleicht wird es irgendwann einmal eine Frau geben, die antritt. Die FPÖ hat ja einmal kurz anklingen lassen, dass sie eigentlich ganz gern die Frau Bierlein gehabt hätten. Die wollte aber nicht so wirklich. Wir werden schauen, was der politische Sommer bringt. Danke vielmals fürs Zuschauen. Danke vielmals, Frau Rochkranert. Danke vielmals, Josef. Ciao.